dass entlastende Basiseffekte für die Inflationsberechnung frühestens in Richtung vierten Quartal, wenn wir auf fossile Brennstoffträger schauen, hier greifen können. Und bis dahin werden wir eben mit hohen Inflationsraten in westlichen Ländern konfrontiert sein, aller Voraussicht nach, es sei denn, und das gibt es immer wieder, Wunder gibt es immer wieder, es sei denn, wir verlassen den Eskalationsmodus und gehen hin zu einer diplomatischen Lösung, um weiteres Blutvergießen in der Ukraine zu verhindern und um für alle Wirtschaftsräume, auch Afrika im Hinblick auf Agrarrohstoffversorgung, hier aus der Krise herauszunehmen. Diese Möglichkeit besteht, sie hat aber nur auch bezüglich jetzt des aktuellen G7-Gipfels in Elmau nur eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Wenn du den vollständigen Beitrag sehen willst, dann schau einfach auf unseren Kanal. Dein Team von Finanztalk TV.